welchen Stellen ist es gelungen, wichtige bayerische Anliegen in dem neuen EEG durchzusetzen? Es geht um Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit. Das sind die drei, ja, ein Stück weit auch konkurrierenden Zielsetzungen der Energiepolitik. Ergänzt wird das Ganze noch durch die Akzeptanz in der Bevölkerung vor Ort. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Also aus dem Dreieck kann man sagen, ist vielleicht ein Stück weit eine Pyramide geworden. Und diese vier Punkte sind für uns Maßstab in der Energiepolitik. Also ein ganz wichtiger Punkt, der auch im Vorfeld immer wieder angemahnt wurde, die kleinen Solaranlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen, für die gibt es gerade noch rechtzeitig, also es ist wirklich in letzter Minute dann auch in Kraft getreten, eine praktikable Anschlussregelung mit einer Einspeisevergütung. Das heißt, die Betreiber können diese Anlagen weiter nutzen. Und es konnte sich vor allem auch die bayerische Ansicht am Ende durchsetzen. Der Bund war ganz anderer Auffassung, der wollte das nicht. Aber dass eben diese Anschlussregelung nicht mit der Verpflichtung zur Volleinspeisung einhergeht, bis zur Installation eines intelligenten Messsystems. Also, dass man das miteinander kombinieren muss. Also, man kann jetzt auch in Eigenversorgungsmodellen seine Anlage weiter betreiben. Also, Eigenversorgung bedeutet, einen Teil des Stroms, den die Anlage erzeugt, verbraucht man selbst und ein Teil wird eingespeist. Und auch mit diesen Eigenversorgungsmodellen kann man ohne intelligentes Messsystem die Anlage weiter betreiben. Der Bund wollte in diesem Fall die Betreiber dazu zwingen, ein solches System, das natürlich auch entsprechende Kosten dann verursacht, einzubauen. Es ist jetzt so, dass bei Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 30 Kilowatt diese EEG-Umlage entfällt, bis zu 30 Megawattstunden selbstverbrauchten Stroms pro Kalenderjahr. Und diese Umlagenreduzierung ist auch nicht mehr auf die potenzielle Förderdauer der Anlage beschränkt und gilt somit auch für ausgeförderte Anlagen, also für die sogenannten Post-EEG-Anlagen, wie sie zum Teil auch genannt werden. Weiterhin auch dessen Erfolg, es gibt jetzt endlich ein eigenes Ausschreibungssegment im EEG für Solardachanlagen. Das wurde eingeführt und auch damit eine bayerische Kernforderung umgesetzt. Weiterhin wurde die Grundlage auch dafür gelegt, dass künftig, nachdem geeignete technische Standards festgelegt sind, sogenannte besondere Solaranlagen, dieser Begriff wird jetzt im EEG verwendet, das ist eine Sammelbezeichnung für Agro- oder Agri-PV, Parkplatz-PV und Floating-PV. Begriffe haben Sie wahrscheinlich auch alle schon mal gehört. Und diese besonderen Solaranlagen, also diese drei Anlagekategorien, können jetzt im Rahmen der Innovationsausschreibungen im EEG auch berücksichtigt werden. Dann, der Herr Abgeordnete Ludwig hat schon angesprochen, bei der Windenergie kommt die von Bayern lange geforderte oder ist gekommen, finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windkraftanlagen. Das ist aus unserer Sicht vor allem wichtig, um eben die Akzeptanz zu fördern. Und auch da gibt es jetzt eine aus unserer Sicht recht gut gewählte Lösung des Bundesgesetzgebers. Weiterhin ist bei der Windenergie auch eine Südquote eingeführt worden. Auch das ist eine langjährige bayerische Forderung gewesen. Das bedeutet, dass eben ein Mindestanteil der Zuschläge im Bundesgebiet für Windenergieanlagen an Land auf den Süden auf jeden Fall entfallen. Da muss man allerdings sagen, das ist beihilferechtlich noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Die Europäische Kommission sieht sowas natürlich immer kritisch. Aber müssen wir also warten, bis der beihilferechtliche Genehmigungsvorbehalt aufgehoben wird. Wir hoffen, dass das der Fall ist, aber auch das ist eine bayerische Forderung, die umgesetzt werden konnte im EEG. Dann komme ich zur Biomasse. Auch da gab es zahlreiche Änderungen, viele auch im bayerischen Sinn. Es ist insbesondere das zukünftige Ausschreibungsvolumen für Biomasseanlagen endlich festgeschrieben worden. Bisher war das nur bis 2022 geregelt. Und das Ausschreibungsvolumen ist auch erhöht worden. Außerdem wurden die Höchstwerte für die Ausschreibungen erhöht und bei kleinen Biomasseanlagen, also bis 500 Kilowatt, die Zuschlagswerte erhöht, und zwar um 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Dann gibt es neue Ausschreibungen für sogenannte Biomethananlagen. Das ist aus unserer Sicht auch ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit im Süden.
Diese Ausschreibungen, muss man einschränkend sagen, stehen allerdings auch noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission, die noch nicht erfolgt ist. Bei der Geothermie ist es so, dass auch die bayerische Forderung aufgegriffen wurde, dass man die Degression aufschiebt. Das soll jetzt erst ab 2024 greifen, Degression der Vergütung. Und sie wurde auch verringert. Beträgt nur 0,5%, solange der Zubau unter 120 Megawatt ist. Genau. Und schließlich auch ein wichtiges Thema Wasserstoff. Es kommt die versprochene, von der Politik vorher lange versprochene Befreiung der Wasserstoffproduktion von der EEG-Umlage. Das ist eine wichtige Voraussetzung für den Markthochlauf der Wasserstofftechnologie.